Mein erstes Fahrrad war ein Peugeot, Peugeot. Ja, das war eins mit Schutzblechen dran und ich wollte aber eigentlich ein Rennrad haben. Und dann wurde aus diesem Tourenrad nachher ohne Schutzblech ein Rennrad natürlich viel zu schwer. Aber hatte damals dann so irgendwie alle meine Nachbarn damit versägt. Und dann kamen damit natürlich auch die ersten so Hobbyrennen und ja, da fing es ein bisschen an. Also mein Lieblingsrad kann ich eigentlich gar nicht so richtig deuten. Eigentlich fahre ich sie alle gerne, ob nun Enduro oder Straße, Cross, Mountainbike. Nee, doch, eigentlich schon. Also auf dem ich gerade sitze hier, auf dem E-Bike, muss ich sagen, die machen mir eigentlich irgendwie doch am meisten Spaß, weil ich damit aber schon mal so eine gewisse Grundgeschwindigkeit habe und eigentlich gefühlt gut trainiert habe. Aber der Spaßfaktor und die Motivation ist einfach durch so ein Rad einfach extrem da. Und deswegen fahre ich eigentlich heute mehr Fahrrad, als ich normal ohne E-Antrieb eigentlich fahren würde. Ja, also ich fahre hier ein 25er E-Bike mit 250 Watt. Es gibt natürlich auch Speedbikes, die gehen bis 45, bloß da musst du natürlich mit dem Vollvisierhelm fahren, du musst einen Spiegel dran haben, ein Nummernschild und eine richtige Versicherung. Die machen natürlich mehr Spaß, bloß mit denen darfst du leider nicht ins Gelände. Und bei den normalen 25 ist es so, dass die Unterstützung nur mitläuft bis 25 und danach trittst du natürlich dann aus eigener Kraft, hast natürlich bei den normalen E-Bikes auch eine gewisse noch Widerstand noch zu überwinden, der aber jetzt eigentlich gerade bei unseren neuen Rädern jetzt sehr relativ gering ist. Wir haben auch andere Modelle, wie mit dem Fazua-Motor, die haben im Grunde null Widerstand, weil die wirklich entkoppeln ab 25 km/h, haben natürlich nicht ganz die Grundpower, die Motorunterstützung. Aber so kann man sich heute eigentlich genau aussuchen, was man haben möchte. Möchte man was Leichtes haben, möchte man was etwas schwerer ist, was ein bisschen mehr unterstützt im Gelände, mit Federung vorne, hinten oder und. Also im Grunde kannst du eigentlich fast heute schon alles kriegen, was du haben möchtest. Sogar Rennräder bieten wir mit unserem Project Y an, mit 13 Kilo, was, nee, 12 Kilo sogar, was wirklich der Hammer ist als E-Bike. Ja, der Grund, warum ich eine eigene Fahrradmarke angefangen habe, 92, lag einfach daran, weil ich irgendwie nicht zufrieden war mit den Fahrrädern, die ich gefahren bin bis dato. Es hat immer etwas nicht gestimmt, ob es die Geometrie der Rahmen war, ob es die Verarbeitung war, ob es die Komponenten am Fahrrad waren, wo ich sagte, das geht besser. Und gerade wenn man als Sportler hart trainiert, dann möchte ich einfach gucken, dass ich so technisch gesehen so das Maximale raushole, um damit meine trainierte Energie so optimal wie möglich anbringen kann. Und ja, somit kam ich dann 92 nach dem WM-Titel, da dachte ich mir auch jetzt oder nie, auf die Idee mit meinem Partner zusammen Fahrräder zu bauen, und zwar genau so, wie ich es letztendlich wollte, und habe damit dann auch wieder Weltcuprennen gewonnen. Also konnte damit auch gleich eigentlich unterstreichen, dass das, was ich davor habe, auch funktioniert und dass die Räder auch halten. Und vor allen Dingen war mir wichtig gewesen, auch so viel Liebe zum Detail, einfach so kleine Details am Fahrrad. Es muss praktisch sein, es muss einfach sauber zu machen sein und die Räder müssen schnell sein.